überlegt euch gut, was ihr mitnehmt. Das ist eure eigene Verantwortung, nicht meine. Und deshalb möchte ich euch das nur noch mal mit auf den Weg geben. Gehen wir nun auf die einzelnen Ausrüstungsgegenstände nun ein. Hier haben wir das Wichtigste wahrscheinlich, neben den Schuhen. Das ist der Salomon Lab Peak 20, ein 20-Liter-Rucksack mit vielen Brusttaschen und Taschen an der Schulter. Ist wirklich super leicht, leicht regendicht und wie gesagt, es fühlt sich eher an wie ein Kleidungsstück als ein Rucksack. Also wirklich unglaublich gutes Gefühl und bisher bin ich sehr zufrieden. Was vielleicht ein bisschen fehlt, ist eine Stockhalterung. Also dieser Schnell-4D-Verschluss, der, ich weiß nicht, wie Salomon sich das vorgestellt hat, aber das funktioniert hier nicht. Man muss sie außen anbringen mit diesen Schnüren und genau, das ist leider etwas misslungen. Dann seht ihr hier die Schuhe und zwar sind das die Scarpa Rebel Pro GTX. Das ist wirklich ein Ultraleichtschuh und voll steigeisenfest. Also hinten und vorne für die Kipphebelaufnahme. Und ja, dazu passend habe ich auch ultraleichte Steigeisen von Petzl. Ich kenne es nicht genau den Namen. Sie sind auf jeden Fall voll steigeisenfest, also dementsprechend wie für den Schuh gemacht. Hinten Aluminium, vorne Stahl, in der Mitte Dyneema Band. Also ultra stabil, das Ganze wird auf Zug gebracht und erhält so die Steifigkeit und Festigkeit. Also wie gesagt, die Kombination von dem Schuh mit den Ultraleichtsteigeisen, die ist halt, ja, die ist halt wirklich perfekt, muss man ganz klar dazu sagen. Der Schuh wiegt in der Größe 42, 650 Gramm und das ist wirklich eine Ansage für einen vollsteigeisenfesten Schuh. Ansonsten gibt es da dementsprechend Konkurrenzprodukte, die sind ähnlich schwer, sind aber nicht vollsteigeisenfähig und der Schuh ist wirklich von der Performance der Wahnsinn. Gut, dann habe ich hier zur Rechten die Nahrung. Also ich habe jetzt vier Powerbar-Riegel dabei. Also es könnten auch genauso gut Müsli-Riegel sein. Ich habe recht gute Leistungserfolge mit den Powerbar-Riegeln. Dann habe ich noch hier so ein Energiegel, Dextrose. Das ist meistens, wenn es mal wirklich brennt, dann brauche ich das. Und für den Gipfel, wenn man sich oben mal was Richtiges verdient hat, Pickup, weil der Geschmack von den Powerbar-Riegeln, der ist doch, ja, der ist doch echt, ich sag's jetzt mal, notbehelfsmäßig. Also das ist nicht kulinarisch so der Höhepunkt. Gut, dann gehen wir weiter. Natürlich Autoschlüssel. Die anderen Schlüssel bleiben natürlich im Auto oder daheim, wo auch immer. Also ich schaue wirklich, dass ich nur den Autoschlüssel mitnehme, das spart Gewicht. Dann ist es so, das ist ein Eisgerät, das ist kein Eispickel. An der Stelle ist zu sagen, das Eisgerät passt perfekt in den Rucksack rein. Das Eisgerät ist natürlich kein Eispickel, also von der Länge her wäre ein Eispickel deutlich länger und man kann mit ihm senkrecht gehen, also ihn als Stütze benutzen. Das kann ich mit diesem Eisgerät auch und ich habe natürlich die totale Sicherheit von der Haue her. Also das ist dementsprechend auch in meinen Augen gut für mich. Ich weiß nicht, ob das für dich zutrifft, aber mir persönlich hilft es mehr und ich nehme auch gerne in Kauf, dass das Eisgerät 250 Gramm mehr wiegt wie ein Aluminium-Eispickel. Also wie gesagt, meine Entscheidung, Eisgerät. Es ist natürlich auf gewissen Touren völlig übermotorisiert, aber lieber zu viel als zu wenig. Und man hat halt eine richtig feste, harte Eisenhaue vorne, die sich auch wirklich in Eisboard oder auf Fels guten Halt bietet. Und deswegen meine Entscheidung, das Petzl Nomic. Dann haben wir das Petzl Reactic Plus. Das ist eine 300 Lumen Stirnlampe mit automatischer Leuchtweitenregulierung, mit Sensor drin, mit Bluetooth. Also wirklich, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Die volle Leuchtstärke von 300 Lumen, also die ist wirklich hervorragend, muss ich jetzt sagen. Also bin ich sehr zufrieden mit. Und ja, also wirklich ganz toll. Und wenn man mal die Stirnlampe eher im Nahbereich hat, dann
ist diese intelligente Sensortechnik so weit, dass die das dann komplett abreguliert. Wie bei dem Petzl Nao Plus heißt es, Nao. Wirklich auch eine sehr gute Stirnlampe. Und ja, absolut zu empfehlen. Dann die Suunto Ambit 3 Peak Saphir Edition. Ist jetzt schon etwas in die Jahre gekommen, aber GPS-fähig und bietet eine unglaublich gute Akkulaufzeit. Da möchte ich auch nicht diese neueren Spaten-Uhren haben von Suunto oder die Phoenix 3, Phoenix 5. Also das ist, ich bin nachher nach wie vor sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Uhr und möchte sie auch auf keinen Fall tauschen, weil das ist für mich, mit der habe ich schon so viel gemacht und ich habe so viel Vertrauen in die Uhr. Das muss erstmal eine andere Uhr hinbekommen. Und ja, irgendwelche Karten auf die neue Garmin ziehen oder die ganzen Karten da zu haben, das brauche ich nicht. Ich gehe morgen meine Route und ich weiß genau, wo ich hergehe, weil die es mir anzeigt. Da brauche ich jetzt nicht wissen, wo der nächste See ist. Das ist für mich unrelevant. Gut, dann Sonnenschutz haben wir hier, die Julbo Gletscherbrille. Lichtschutzfaktor 4, also UV-Index. Und ja, dunkelt ordentlich ab. Ist natürlich für einen, sagen wir, für einen etwas helleren Bereich gedacht. Kann man aber auch ganz normal zum Berggehen benutzen. Dann habe ich hier die GoPro 5 Session. Ich nehme diese mit ohne irgendwelche Befestigung oder irgendwelche Stirnhalterung, irgendwelche anderen Brustgurte, also einfach aus Gewichtsgründen. Ich habe die immer griffbereit und kann aufnehmen. Dann habe ich hier vom ehemaligen Deuter-Rucksack einen Klettverschluss, das zeige ich aber später. Diesen verwende ich mit der GoPro zusammen. Habe ich eine ganz gute Lösung gefunden. Ja, und dann sieht man es auch schon hier. Das sind die Leckie Fallstöcke, Carbon. Das sind die verstärkten Carbonstöcke. Ich habe diese dabei, weil sie sich einfach klein zusammenfalten lassen und sie halt perfekt in den Rucksack reingehen. Dann werde ich morgen mitnehmen die Skiteller, die Schneeteller, einfach um besseren Auftrieb zu haben auf dem Schnee. Es hat da morgen um die 30 cm Neuschnee. Ansonsten verzichte ich auch meist auf die Schneeteller und gehe so. Spart auch wieder ein paar Gramm Gewicht. Ja, zur Wasserversorgung ist nicht viel zu sagen. Ich habe zweimal die Soft Flasks von Salomon. 1 Liter. Auffüllen an kleinen Bachläufen oder kleinen Quellen. Jederzeit möglich. Also da mache ich mir jetzt bei einem 3.500 Meter hohen Berg keine Sorgen, dass da irgendwo ein Gletscher abfließt. Und dann habe ich trotzdem nochmal bei, weil es doch knapp 2000 Höhenmeter sind, Cola eingefüllt in eine Plastikflasche 0,5. Genau, also das langt mir auf jeden Fall. Also ich gehe mal davon aus, dass ich trotzdem noch auffülle irgendwo oder bei der Hütte. Dann habe ich definitiv meine 2,5 bis 3 Liter am Ende getrunken. Das ist ein recht guter Wert. Dann hier vorne Toilettenpapier und etwas Sonnencreme. Einfach, ja, wenn man wirklich auf Toilette muss und ja, in der Natur ist es natürlich schwierig oder wenn man schon im alpinen Gelände ist, dann hat man natürlich auch keine Blätter mehr zur Verfügung, dann ist es natürlich gut, man hat was dabei. Ist natürlich nur der Notplan, aber wenn man muss, ist es wie gesagt für mich wichtig, dass ich das dabei habe, weil alles andere ist echt eine Katastrophe. Dann etwas Sonnencreme, also die ist jetzt halb gefüllt, das langt mir auf jeden Fall. Ich brauche lediglich das Gesicht eincremen, weil der Rest ist einfach bedeckt von Kleidung. Dann, weil ich morgen alleine gehe, die Kopfhörer. Ich hätte auch Bluetooth-Kopfhörer, aber da ist der Akku meistens nach 4 Stunden leer. Und ich mag dann doch die ganze Tour über Musik hören, bis auf den Gipfel. Da mag ich dann auch wirklich die Ruhe haben. Also wie gesagt, einfache Kopfhörer. Eine Mütze. Überlege ich immer zwischendurch, ob ich die überhaupt brauche oder ob ich wirklich die Kapuze von der Daunenjacke nehme. Und ja, einfach für den Gipfelbereich, dass es einfach schön warm ist. Dann habe ich hier die Auto Research Handschuhe mit Innenhandschuh. Also die sind auf jeden Fall 100% wintertauglich für alles, was im Alpenbereich hier ist. Also wenn es mal irgendwo
kälter wird als minus 30, dann geben die sicherlich auch den Geist auf, aber wirklich unglaublich gute Performance. Gore-Tex-Handschuh und wasserdichten Außenhandschuh, Fäustlinge und innen Fingerhandschuhe. Also wie gesagt, richtig, richtig gute Qualität. Dann werde ich morgen mitnehmen den Ultraleichtgürtel von Petzl, den Altitude. Der wiegt, ich meine, 150, 60 Gramm. Ich habe außen einen kleinen Schnapper dran. Da kann ich das Eisgerät dann einhängen in dem Loch und habe dann so ein, ja, wie so ein Material, so eine Materialschlaufe dranhängen. Und habe dann die Hände frei zum Klettern oder je nachdem, was halt ansteht. Das ist eine recht gute Lösung, die ich gefunden habe. Und genau. Noch ganz kurz zur Information, was ich jetzt hier mit der GoPro vorhab. Ich habe das jetzt mal beschriftet. Lecky Stock. Die GoPro ist fest hier drin verankert. Und wenn ich das Ganze jetzt hier drauf schiebe, zeige ich euch jetzt sofort. Dann schaut das Ganze nämlich so aus. Ich habe jetzt hier die GoPro drauf fixiert und habe jetzt hier einen wirklich, wenn ich das jetzt mal anhebe, einen festen Bestandteil von diesem Stock. Also das geht mir auch nicht ab, ich habe es eben schon ausprobiert. Und bevor ich jetzt von GoPro irgendwelche Teile verwende, die ich mir ja an den Leki-Stock mache, nehme ich lieber diese Variante, weil ich kann jetzt auslösen, ich kann das Ganze auch in einen Eispickel machen. Und habe eigentlich überhaupt keinen Aufwand damit. Also das ist wirklich eine gute Lösung. Und ja, gewichtstechnisch brauchen wir nicht drüber reden. Das ist wirklich ultra leicht und hat wirklich einen extrem hohen Nutzen und einen Funktionswert. Deswegen werde ich das jetzt ab sofort immer auf den Touren mitnehmen. Und dann seht ihr natürlich auch mehr um mich herum. Genau, das ist noch eine kleine Geschichte, die ich mir heute ausgedacht habe. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt gleich noch ganz kurz einblenden, wie der Rucksack dann im gepackten Zustand ausschaut. Und wie gesagt, die kleine Bastelei mit der GoPro in dem, das ist vom Deuter Guide, ist das ein, ja, so ein Klett, so eine Klettbefestigung für Eispickel bzw. ja, Stöcke. Und das ist eigentlich, wie gesagt, recht gut geworden. Also das war jetzt eigentlich so rein, habe ich mir gedacht, hey, das könnte vielleicht funktionieren und es funktioniert sogar. Und hier unten kommt dann in die Lasche dann der Stock rein. Oder wie gesagt, auf einen Eispickel passt es sogar drauf. Dann hat man ja das immer parat. Und durch den Klett kann ich jetzt hier oben immer noch die GoPro auslösen. Und das ist natürlich recht praktisch. Nimmt kein Volumen weg und ich habe auch nicht diese Steckerei auf dem Stock oder auf dem Eispickel, dass ich da irgendwie jetzt draufschieben muss oder irgendwas schrauben muss, sondern das geht einfach drauf und fertig. Und gewichtstechnisch ist es natürlich auch super. Genau, dann schaut euch kurz an, wie der Rucksack im gepackten Zustand aussieht. Es ist nun alles gepackt worden. Ich möchte euch jetzt noch ganz kurz zeigen, wie kompakt das Ganze eigentlich ist. Also hier wirklich der 20 Liter Trailrunning Rucksack, wirklich unglaublich gut am Körper liegend. Ist natürlich so, die Schuhe werde ich natürlich morgen direkt anziehen, sobald ich aus dem Auto gehe. Ich werde die natürlich jetzt nicht bei der Autofahrt anziehen. Also nur um das mal gerade abzugrenzen. Den Rucksack habe ich am Körper, das ist klar. Die Stöcke, die falte ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Die gehen morgen direkt in die Hände, also die werden direkt benutzt. Dann, um jetzt keinen zu verwirren, den Gurt werde ich direkt anziehen am Parkplatz. Warum ich das mache? Ich hätte genügend Platz, aber jetzt kommt natürlich der Punkt der Bequemlichkeit. Wir reden jetzt hier von keinem Klettergurt, der unbequem ist. Man muss sich das mal anschauen. Das ist mega dünn, mega leicht. Man merkt diesen Gurt wirklich nicht am Körper. Und wenn ich jetzt irgendwelche Touren gemacht habe mit einem 10-Liter-Rucksack, dann habe ich den Gurt meistens, wie gesagt, von Anfang bis Ende am Körper. Für mich kein Problem. Ist meine Art, den unterzubringen. Und wie gesagt, hier werden locker noch Verstaumöglichkeiten. Hier ist noch mega viel Platz drin. Aber ich ziehe den direkt morgens an. Dann Kopfhörer. Gehen natürlich auch direkt morgen dran. Also, dass ich ab der ersten Minute Musik habe. Stirnlampe brauche ich morgens früh. Es ist ja noch Nacht. Die Socken, soweit klar. Die Gletscherbrille geht direkt auf den Kopf. Dann mache ich die mir nicht kaputt im Rucksack. Die Uhr geht direkt ans Handgelenk. Dann das Shirt, halt direkt morgens früh, die Socken.
Das, um den Hals nicht zu unterkühlen, gegen den Schweiß, die Hosen natürlich. Und wenn es mir dann morgens früh kalt wird, ziehe ich noch die Jacke schnell über. Sobald ich warm bin, ziehe ich die aus, dann geht die Jacke in den Rucksack rein. Genau, und so läuft das ab. So ziehe ich immer meine Bergtouren durch. Und genau, das war jetzt eigentlich so das, was ich euch mitgeben wollte, wie ich jetzt was habe. Und alles, was ich benötige, ist hier zu sehen. Das war es jetzt soweit. Ich habe jetzt, glaube ich, alles soweit erklärt, was ich dabei habe und wie das Ganze jetzt im gepackten Zustand ausschaut und was ich morgen direkt ja, an meinem Leib habe. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich mit diesem Video und ich werde mich auf jeden Fall die nächsten Tage wieder melden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das geschaut habt. Und dann freue ich mich, euch bald wiederzusehen und bis demnächst. Also, Servus.